Die zuständige US-Behörde hat die Zulassung für das Medikament Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen erteilt. Das Fabrikat der Firma Gilead ist damit das erste Medikament dieser Art auf dem Markt in den USA. Remdesivir wird intravenös gegeben. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich nach einem positiven Testergebnis damit behandeln lassen. Seit Mai hatte es bereits bei besonders akuten Fällen eingesetzt werden dürfen. Zuvor hatte eine Studie des Nationalen Gesundheitsinstituts bestätigt, dass Remdesivir Krankenhausaufenthalte im Schnitt um 5 Tage verkürzen kann. Die Weltgesundheitsorganisation hingegen bestreitet dies und konnte während einer eigenen Studie auch keine Erhöhung der Überlebenschancen feststellen. Eine 5-tägige Behandlung mit dem Medikament kostet in den USA umgerechnet rund 2.600 Euro.